Sergej Fährlich hat mich gefragt, ob ich nicht mal mein Loadout zeigen kann, inklusive Kleidung und Waffen und allem, was dazugehört. Und das mache ich doch natürlich gerne. Los geht's! Beginnen wir zunächst mit dem Optischen. Geschlecht ist männlich, Gesicht ist Paul Dixon, Augenfarbe hellbraun, die Frisur ist der Pompadour, die Gesichtsbehaarung ist der lange Bart B und die Haarfarbe ist braun. Bei den Gesichtsdetails habe ich die Narbe B und die Gesichtsbemalung ist die Tarnfingerfarbe A. Der Helm ist ein Helm Obscore Fast bedeckt in Multicam-Tarnung. Die Weste ist die Weste Cry AVS, ebenfalls mit Multicam. Die Handschuhe sind Handschuhe 511 Tech A2 ohne besondere Farbauswahl. Die Hose ist eine Hose Helicon Tex CPU in Multicam. Und die Schuhe sind Ranger Stiefel ohne besondere Farbe. Kommen wir zum Zubehör. Das Headset ist ein Peltor Comtech in Coyote Braun. Die Brille ist eine Oakley SI Ballistic M-Frame 2.0 in Khaki. Der Rucksack ist ein Tactical Tailor Hydration Pack in Multicam. Das Oberteil, das ist ein Hemd Helicon Tex CPU, ebenfalls in Multicam. Und die Maske ist eine Tarnsturmhaube in Coyote Braun. Diese Tarnsturmhaube, genauso wie das Peltor, glaube ich, gibt's, soweit ich mich erinnere, nur im Echtgeldshop, bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Der Aufnäher ist der Aufnäher GR Skull, der Ghost Recon Skull. Das Nachtsichtgerät ist ein L3 GP ohne besondere Farbe und wo du das findest, das siehst du auch in einem Tutorial-Video, das ich gemacht habe, und wenn ich dran denke, verlinke ich dir das hier oben rechts unter dem i. Für den Nahkampf benutze ich das Messer Task J oder Task J, aber da wechsle ich eigentlich immer durch, wie ich gerade lustig bin, denn abgesehen von der Animation ändert sich da eh wenig, weil man das Messer so am Charakter gar nicht sieht. Zur Bewaffnung. Da haben wir einmal als Primärwaffe das Sturmgewehr 416 mit einem kurzen Lauf, einem erweiterten Sturmgewehrmagazin, dem Sturmgewehr-Schalldämpfer, dem Maul DA Laser, der Digital-Zieloptik, dem CTR SLK Schaft, Auto-Einzelschussabzug und am Unterlauf der angewinkelte Kurzgriff Shift. Das Ganze habe ich jetzt aktuell in Schwarz, aber da wechsle ich auch rum, wie ich gerade Lust habe. Die Waffen habe ich sogar für dieses Video extra gesäubert. Die Pistole ist eine USP Tactical mit Standardmagazin, Schalldämpfer und Aspial X3 Laser. Gut, und wie gesagt, da mit der Farbe wechsle ich auch immer rum, wobei ich die Pistole eigentlich meist schwarz belasse. Wenn du sonst noch irgendetwas wissen möchtest, frag mich gerne, vielleicht mache ich ein Video dazu oder beantworte es dir auf jeden Fall in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.